Großer Umbruch beim FC Barcelona. Dass Andrés Iniesta am Ende der Saison die Katalanen verlässt, ist seit vergangener Woche bekannt. Nur das Ziel ist noch nicht ganz klar. Zum Abschluss seiner Laufbahn kann der Spanier aber noch einmal zum Großverdiener werden. Wie die spanische El Mundo berichtet, soll Iniesta, falls er sich für einen Wechsel zu Chongqing Dangdai Lifan entscheidet, 81 Millionen Euro in 3 Jahren verdienen. Wohlgemerkt handelt es sich dabei um das Nettogehalt. Ganz so viel wird sich Barcelona nach dem Abgang des Altmeisters nicht einsparen können. Einige Millionen mehr sollte der frisch gebackene Doublesieger aber doch zur Verfügung haben. Umso erstaunlicher, dass zusätzlich gleich 9 Spieler die Katalanen im kommenden Transferfenster verlassen sollen. Neben den 3 Bankdrückern André Gomes, Paco Alcácer und Aleix Vidal haben auch die verliehenen Spieler keine Zukunft mehr bei den Blaugrana. Selbst Arda Turan und Rafinha seien nicht mehr erwünscht. Trainer Ernesto Valverde will wohl Platz für neue hochkarätige Stars schaffen. Als Hochkaräter dürfte Christian Pulisic noch nicht durchgehen. Zweifelsohne ist der Dortmunder aber eines der aktuell begehrtesten Talente. Genau deshalb lässt Jürgen Klopp auch nicht locker und würde den US-Boy gerne nach Liverpool lotsen. Wegen seiner brillanten Technik und Schnelligkeit passe der Flügelflitzer perfekt in Klopps System. Pulisic steht bei den Schwarz-Gelben noch bis 2020 unter Vertrag und wird sicher nicht günstig zu haben sein. Sein aktueller Marktwert liegt bei 45 Millionen Euro. Als Ablöse sollen rund 60 Millionen Euro im Raum stehen.